Ja, warum sind wir da? Dass wir wahrscheinlich das Milliardengrab zudecken können mit unserem Geld. Der Strompreis ist momentan bei 4 Cent und verkauft wird ums Fünffache bis das Zehnfache. Der Gaspreis liegt bei 10 Cent 05, verkauft wird ums Zigfache. Wir werden gerade abgezuckt wegen einer gekünstelten Krise, wegen der Ukraine, wegen dem Krieg, der uns in Wahrheit gar nicht betrifft. Österreich und Wien selbstverständlich bekommt nach wie vor dasselbe Gas, dieselben Gasmengen wie die letzten knapp 60 Jahre. Russland war bis jetzt und ist noch immer ein verlässlicher Partner. Also all das, diesen Schwachsinn, was die Regierung verbreitet, dass wir kein Gas bekommen, ist ein reiner Schwachsinn. Von den 100% nehmen wir gerade 24%. Den Rest schicken wir vielleicht weiter nach Deutschland, keine Ahnung. Nord Stream 1 und 2 wurde ja gesprengt. Der größte Terroranschlag auf Europa. Die Medien haben geschwiegen dazu und wir sind die Leidtragenden. Ja, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist das, wir sollen enteignet werden und nicht nur das, die fossilen Brennstoffe sollen verboten werden. Österreich hat sich entschlossen, auch mit der Frau Gewessler und natürlich auch mit Herrn Nehammer, dass man jetzt auf erneuerbare Energie umsatteln. Sie wollen aus ganz Österreich einen einzigen Windpark machen. Die Felder, statt das bestellen mit Weizen oder sonstiges, wollen sie Photovoltaikanlagen machen. Ja, dasselbe gilt natürlich auch für Deutschland. Also wir sind die einzigen zwei Länder, die so schwachsinnig sind. Alle anderen werden das sicher nicht mitmachen, wenn man nach China schaut. Die bauen jetzt da gerade wieder 300 Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke auf. Und wir glauben, mit unseren Emissionen, Österreich hat Emissionen von 0,17%, also gar nichts. Ganz nebenbei. Der CO2-Gehalt liegt bei 0,04%, so wie die letzten 100 oder 200 Jahre hat sich auch nichts geändert. Also das Ganze ist ein großer Humbug, um die Bevölkerung zu enteignen. Und darum sind wir hier, dass wir Gesicht zeigen und dass wir da ein bisschen an die Schräubchen drehen. Und danke nochmal fürs Kommen und wir hören uns später nochmal. Vielen, vielen Dank.